Hallo, wir sind meine Frau Ulrike und Andreas aus Deutschland. Heute ist der 3. September 2021. Wie man sieht, stehen wir hier in Samarkand, eines unserer Sehnsuchtsziele für dieses Jahr. Ja, wir haben für dieses Jahr als Reiseziel Kirgisistan und Usbekistan geplant und geplant. Das heißt, mit der Agentur in Samarkand von Fusili haben wir im April begonnen, unsere Pläne auf dem Papier umzusetzen. Das hat super geklappt. Wir haben auch Extrawünsche immer berücksichtigt bekommen und der Kontakt war eigentlich immer vorhanden. Natürlich hatten wir auch Bedenken, wie das in der Corona-Situation weitergeht, ob wir die Reise durchführen können oder verschieben müssen. Aber wir haben dann uns im Juli entschieden, es wird passieren und im August werden wir die Reise antreten und haben es bis jetzt, bis zum heutigen Tag, überhaupt nicht bereut. Super. So, die Situation bezüglich Corona in Kirgisistan, welches wir bereist haben, sowie Usbekistan, ist unbedenklich. Es sind alle möglichen Maßnahmen hier getroffen worden, dass man sich desinfizieren kann, dass man sich einfach sicher fühlt in allen öffentlichen Einrichtungen und ja, in Zügen, in Restaurants und so weiter. Es ist überhaupt kein Problem. Ja, Quarantänebestimmung, Einreise nach Kirgisistan problemlos, Einreise nach Usbekistan im Moment zumindest mit einem entsprechenden Test, Quarantäne nichts, außer vielleicht man hat Corona. Ja, wir haben bisher ganz viele tolle Erlebnisse in beiden Ländern schon gehabt. Ganz viel positive, freundliche, aufgeschlossene Menschen kennengelernt. Und wir können nur sagen, die Usbekier warten auf Touristen. Es ist alles toll, aber in Buchara und in Samarkand, überall, wo ansonsten Menschenmassen stehen, war es sehr überschaubar, was für uns gut war. Aber ich denke, Usbekistan und Kirgisistan freut sich auf Touristen. Also unsere Empfehlung, bucht eine Reise und kommt nach Zentralasien, nach Usbekistan oder Kirgisistan.